Ja, wie heißt der Spruch? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single hier auf der Weide. Also, wenn es optimal läuft, in Lampertheim Rosengarten. Und zwar hier beim Speed-Dating für Singles mit Alpakas. Das wird hier angeboten am Rosenhof von Laura Beck und Marian Flesser. Ja, ihre Idee, die funktioniert so. Jeweils 7 Single-Frauen und Männer, die kommen hier auf den Hof und machen eine Wanderung mit den süßen Alpakas an der Leine. Alle paar Minuten wird dann gewechselt, sodass sich am Ende alle Kandidaten gedatet und entsprechend kennengelernt haben. Ja, das ist dann so ein bisschen wie Tinder, nur eben Partnersuche an der frischen Luft. Ja, und die flauschigen Alpakas, die sorgen für die kuschelige Stimmung und die brechen so richtig das Eis, sagt Marian Flesser. Also ich glaube einfach, dass man durch so ein entspanntes Tier einen gewissen Eisbrecher hat, wenn man da einmal hier bei uns durch einen schönen Rosengarten läuft, wo man schöne Landschaft hat. Man hat ein tolles Tier an sich, was man vielleicht nicht so häufig bisher geführt hat. Und wir glauben einfach, dass man darüber gut ins Gespräch kommt, sich kennenzulernen und vielleicht sogar im Nachgang eine tolle Geschichte, wie man als Paar geworden ist. Einen ersten Speed-Dating-Termin, den gab es hier schon. Und ja, die Erfahrung zeigt, da hat es bei den Teilnehmern tatsächlich schon gefunkt, sagt Laura Beck hier vom Rosenhof. Ich sorge ja dann letztendlich auch dafür, dass, wenn es ein Match gibt, also wenn sich Mann und Frau gut finden, dass dann auch die Nummern ausgetauscht werden. Und da war definitiv beim ersten Durchgang, war schon was dabei. Aber selbst wenn es dann am Ende nichts wird mit dem Traumtyp oder mit der Traumfrau, das Alpaka-Speed-Dating, das lohnt sich auf jeden Fall. Da hat man definitiv was gehabt, weil das Schöne ist ja, man läuft mit ganz, ganz tollen Tieren durch eine wunderschöne Landschaft. Wir sind hier relativ nah am Rhein. Man hat danach was zu erzählen. Auch wenn man nicht die Liebe gefunden hat, hat man definitiv bestenfalls die Liebe für Alpakas entdeckt und hat Kontakt zu ganz, ganz tollen Tieren gehabt.